Artikelnummer SCP-009. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Das Objekt ist in einem versiegelten Speichertank, welcher mindestens 14 Kubikmeter Fassungsvermögen besitzt und aus einer hitzebeständigen Legierung gefertigt wurde, zu lagern. Abseits von Experimenten darf SCP-009 unter keinen Umständen Temperaturen oberhalb von 0 Grad Celsius ausgesetzt werden. Innerhalb eines 30 Meter Radius im Verwahrraum des Objektes sind die festen Aggregatzustände von gewöhnlichen Flüssigkeiten, insbesondere gefrorenes Wasser, nicht erlaubt. Der Raum, in dem das Subjekt verwahrt wird, ist mit Temperatursensoren auszustatten, welche zu allen Zeiten überwacht werden müssen. Weiterhin muss der Raum durch nicht weniger als 3 redundante Kühlaggregate gekühlt werden. Jede Fehlfunktion der Sensoren oder des Kühlsystems ist zu melden und sofort zu reparieren. Sollte es zu irgendeinem Zeitpunkt dazu kommen, dass die Temperatur in der Verwahrung über minus 5 Grad Celsius steigt, ist die Kammer sofort zu verschließen und mit Kühlmittel zu fluten, bis die Temperatur auf Werte zwischen minus 25 Grad und minus 30 Grad Celsius zurückgefallen ist. Sollte sich Personal im Verwahrraum aufhalten, ist die Luft aus dem Raum zu evakuieren. Jeglicher Wasserdampf ist herauszufiltern und für nicht weniger als 24 Stunden unter den hier beschriebenen Zuständen aufzubewahren. Dampf, der die Eigenschaften von SCP-009 aufweist, wird unter Quarantäne gestellt und ist so schnell wie möglich der Verwahrung hinzuzufügen. Alle Mitarbeiter, die mit dem Subjekt interagieren oder dieses beobachten, müssen Umweltschutzanzüge tragen. Mitarbeiter, welche den Verwahrraum verlassen, müssen ihre Ausrüstung, Forschungsmaterialien und alle anderen Objekte, die in Kontakt mit SCP-009s Raum gekommen sind, einer Dehydrierung unterziehen. Sollte eine Kontaminierung entdeckt werden, keinem Personal oder Material das Verlassen des Raumes gestattet. Eine Level 2 Abriegelung der Verwahrung ist einzuleiten. In dringenden Fällen ist der Einsatz von tödlicher Gewalt autorisiert und den Sicherheitskräften wird dringend dazu geraten, sich so weit wie möglich von ihren Zielen entfernt zu halten, um die Chance auf einen Kontakt mit von SCP-009 kontaminierten Flüssigkeiten zu minimieren. Beschreibung: SCP-009 besteht aus etwa 3700 Litern einer Substanz, welche eine Reihe einzigartiger Eigenschaften aufweist. In kleinen Mengen zeigt sich die Substanz in jeder Phase so farblos wie gewöhnliches Wasser. In großen Mengen nimmt sie eine deutliche rote Färbung an. Die bemerkenswerteste Eigenschaft ist jedoch die Tatsache, dass SCP-009s Reaktion auf Temperaturextreme das genaue Gegenteil von normalem H2O darstellt. Das Objekt ist zwischen minus 100 und 0 Grad Celsius flüssig und gefriert oberhalb dieser Temperaturen. Bei Temperaturen unterhalb minus 100 Grad Celsius geht SCP-009 in die gasförmige Phase über. Diese ähnelt Wasserdampf, behält jedoch unter hohem Druck ihre rote Färbung bei. Untersuchungen der atomaren Struktur von SCP-009 waren bisher nicht eindeutig. Versuche weisen darauf hin, dass das Subjekt aus der gleichen Kombination aus Wasserstoff und Sauerstoff wie normales Wasser besteht. Dies führte zur Vermutung der Forscher, dass der Ursprung der Anomalität des Subjektes in den Atomen selbst zu finden ist. Dr. hat vorgeschlagen, dass das Subjekt möglicherweise aus einer anderen Realität stammt, in der die Gesetze der Physik invertiert sind, oder dass es zumindest von einer solchen verändert wurde. Diese Theorie könnte, in Anbetracht von SCP-009s markanter Fähigkeit, normales Wasser in seine Masse zu assimilieren, zumindest zum Teil zutreffend sein. Kommt es zu physischem Kontakt mit irgendeiner wässrigen Lösung, sei es Eis, Salzwasser oder Wasserdampf in der Luft, verbreitet sich SCP-009 und kontaminiert das in der Lösung vorhandene H2O, sodass dieses fortan die Eigenschaften des Objektes aufweist. Obwohl diese Fähigkeit in allen Aggregatzuständen auftritt, ist das Fortschreiten am langsamsten und damit am besten zu verwahren im flüssigen Zustand. Im Fall, dass das Objekt in Berührung mit irgendeiner biologischen Wärmequelle kommt, kommt es zu einer unkontrollierbaren Reaktion, in welcher alle Körperflüssigkeiten des lebenden Organismus in SCP-009 umgewandelt werden und aufgrund der Körperwärme sofort gefrieren. Aufgrund der allgemeinen hohen Kerntemperatur sind Säugetiere besonders anfällig hierfür. Da SCP-009 während dem Gefrieren Wärme freigibt, im gleichen Maße wie Eis Wärmeenergie während dem Schmelzen absorbiert, ist die Reaktion selbsterhaltend, bis alle vorhandene Flüssigkeit umgewandelt wurde oder bis der Vorgang durch äußeren Einfluss beendet wird. Experimente an D-Klasse-Personal haben diesen Umwandlungsvorgang durch das Subjekt veranschaulicht. Im Folgenden befindet sich eine Zusammenfassung in verschiedene Stufen. Erstens: anfängliche Aussetzung. Das Subjekt wird SCP-009 ausgesetzt
und die Umwandlung jeglichen Wassers, welches sich auf der ausgesetzten Oberfläche, normalerweise der Haut, befindet, beginnt. Das Vorhandensein von Dunst, Nebel, Schnee oder anderen festen oder gasförmigen Wasser beschleunigt diesen Vorgang erheblich. Zweitens, Oberflächenkonversion. Körperwärme und die von SCP-009 freigesetzte Wärme führen zu einem Temperaturanstieg von SCP-009 über den Gefrierpunkt. In Folge darauf bildet sich eine dünne Frostschicht auf dem ausgesetzten Gebiet. Der Fortschritt zu dieser Stufe hängt von der Körpertemperatur des Opfers ab und rangiert zwischen 5 Minuten und einer Stunde. In diesem Stadium beginnt die Ausbreitung des Gefrierens durch die ursprünglichen Schichten der Epidermis und erreicht schnell lebende Zellen. Drittens, Tiefengewebekonversion. Der exponentielle Anstieg der Temperatur von SCP-009 führt zur Ausbreitung von Eiskristallen durch den Körper des Opfers. Dies führt zur großflächigen Perforation der inneren Zellstruktur. Der Blutverlust zu diesem Zeitpunkt fällt geringfügig aus, da die Kristalle die Stichwunden füllen. Dies erlaubt es dem Subjekt bis Stunden bei Bewusstsein und am Leben zu bleiben. Viertens. Daten gelöscht. Fünftens. Tod. Mehrfaches Organversagen und Exsanguination durch Körperkristallisation. Versuche an D-Klasse-Personal wurde am 23. April 2000 eingestellt. Anhang. Umstände der Auffindung. Das Objekt wurde am 5. November 1990 in Alaska gefunden. Nach dem Erhalt von Berichten des eingeborenen Stammes über den Fund der verstümmelten Leichen einer Robbenjägergruppe, welche scheinbar Kilometer entfernt des Stammesdorfes Schiffbruch erlitten hatten, schaltete sich die Foundation ein. Alle Opfer wurden eingeschlossen in rotem Eis vorgefunden. Als Todesursache werden innere Blutungen genannt. Bei Opfern, bei denen die Gesichtszüge gut genug erhalten waren, konnten Ausdrücke von Panik und heftigen Schmerzen beobachtet werden. Es wird vermutet, dass die niedrige Umgebungstemperatur in dem Gebiet den Gefriervorgang verzögert hat. Dies verlängerte die Umwandlung um Stunden und erlaubte es den Opfern bis Daten gelöscht bei Bewusstsein zu bleiben. Anhang, 16. Dezember 2000. Die Unterkühlung von SCP-009 für Versuchszwecke ist bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt. Personal wird dazu angeraten, flüssigen Stickstoff nur in kontrollierten Mengen auf das Subjekt anzuwenden und nur so lange, bis die Temperatur einen akzeptablen Bereich erreicht hat.